Gut essen und trinken hält lief und Seele binenna, better as is in better. Das war platt. Und für alle, die nur Hochdeutsch oder Bahnhof verstehen, gut essen und trinken hält Leib und Seele beieinander, besser als Eisenbänder. Dieser Spruch auf Münsteraner Platt hat uns neugierig gemacht und so sind wir losgezogen, um mal selber herauszufinden, ob die Urmünsteraner Küche auch bei uns Leib und Seele zusammenhält. Kennen Sie irgendwelche westfälischen Gerichte oder wissen Sie, was typisch so für unsere Region ist am Essen? Pfefferpotast ja, oder Grünkohl mit Mettwurst, sowas in der Richtung. Sie haben gerade schon Pfefferpotast gesagt. Was ist das ungefähr? Das ist ja so ähnlich wie so ein Gulasch oder sowas. Mit Zwiebeln wird das gegart. Hier haben wir jetzt Pfefferpotast stehen. Kennen Sie das zufällig? Das mochte ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Vielleicht Grünkohl. Grünkohl mit Pinkel zum Beispiel. Pfefferpotast. Ja, irgendwas Leckeres. Jetzt haben wir hier noch Töttchen stehen. Kennen Sie das? Töttchen, das kenne ich. Ich nicht. Töttchen. Also Töttchen, so den Begriff kenne ich. Aber ich kann ihn nicht ganz genau definieren. Ich kenne von Oma Stippmilch. Stippmilch, das ist ganz lecker, ne? Ja, aber das kennt man sonst auch nirgendwo. So, und noch was? Irgendwie so was Deftiges zum Essen? Vielleicht kennt meine Schwester noch was. Ich kenne den Sauerbraten auch von meiner Oma. Allerdings mit Apfelmus und Nudeln. Ja. Töttchen, wisst ihr, was das ist? Nee. Doch, das sind diese, das sieht so aus, das sind so kleine Kuchenböden und dann ist da was Herzhaftes drauf, wie so Pastete. Nach diesem ersten Eindruck wollen wir dem Thema mal etwas genauer auf den Grund gehen und haben uns deswegen einen Ort ausgesucht, an dem man sich mit urwestfälischer Traditionsküche auskennt. Im alten Gasthaus Lewe in Münsters Zentrum kann man in historischer Atmosphäre eine ganze Reihe von westfälischen Spezialitäten genießen. Münsters älteste Gaststätte besteht bereits seit 1607. Nach einigen Besitzerwechseln und dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Familienunternehmen mittlerweile in dritter Generation von Josef Horstmöller mit Unterstützung von seiner Schwester Katja geführt. Mit Herrn Horstmöller haben wir uns einmal in seinem Lokal zum Interview getroffen. Was mochten Sie denn als Kind immer so am liebsten eigentlich? Immer schon gerne Eintöpfe. Also die ganzen saisonalen Eintöpfe wie Grünkohl oder Sauerkraut-Eintopf, Stielmus-Eintopf, Schlabberkaps. Was geht denn so immer am besten? Also was geht denn bei Ihnen am besten über die Theke? Ja, also wir haben viele, jetzt an westfälischen Gerichten wär das auf jeden Fall die Münsterländer Wurstpfanne, weil man da die vier verschiedenen Wurstsorten hat. Kunst. Oder das Zwiebelfleisch ist natürlich ein Klassiker, die Schweinehaxe ist ein Klassiker und sonst ja natürlich sehr viel saisonale Sachen immer. Wenn Sie sich mal die westfälische Küche angucken, mit welchen Attributen würden Sie die so beschreiben? Also was macht westfälische Küche aus? Ja, ist schon eine raffinierte Küche, ist nicht langweilig, also es ist schweinefleischlastig, sehr, sehr gute Würste werden hier gemacht, fantastischer westfälischer Schinken und die vielen, die große Anzahl an regionalen Gemüsen. Also. Jetzt will ich noch möchten, einfach mal das typisch Münsteraner Gericht für Sie zu nennen. Was fällt Ihnen da so als erstes ein? Ich glaube, das Synonym überhaupt ist das Törtchen. Was ist das Törtchen genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Kann man sich vorstellen ungefähr wie ein Ragoffin, bloß ein bisschen deftiger. Es ist also, wird von Kalbskopf gekocht und das ist also ein ganz zartes Fleisch. Dann danke ich Ihnen für das Interview und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal öfter hier. Okay, gerne, super, danke. Inzwischen haben wir auch richtig Hunger bekommen und wollen uns jetzt mal selber in ein Urmünsteraner Rezept wagen. Unser Starkoch Max hat sich da was ganz Besonderes ausgesucht. Wie er das macht und was das ist, das zeigt er euch jetzt. Wir haben 40 Gramm Hefe mit unserer lauwarmen Milch verrührt. Danach gibt man 500 Gramm Mehl in die Rührschüssel. Dann die Schüssel um ein Viertel drehen, ganz wichtig. Danach folgt ein Ei.
Hinzu kommt noch ein halber Teelöffel Salz. Dazu noch 125 Gramm Rosinen. Nun kommt die Milch-Hefe-Mischung dazu. Und dann geht's erstmal ans Kneten. Die restliche Milch auch noch dazu. Weiter kneten. Die Schüssel abdecken und das Ganze für ungefähr eine Stunde ruhen lassen. Der Teig sollte jetzt etwas aufgegangen sein. Natürlich auch gut riechen. Anschließend erstmal die Gelenke lockern und dann ab in die Pfanne mit dem Teig. Natürlich portionsweise, also die Portionsgröße bleibt jedem selbst überlassen. Bei goldbrauner Färbung sind die Struven durch und können verzehrt werden. Doch Vorsicht, die Dinger sind sauheiß. Abschließend können wir sagen, dass die westfälische Küche vor allen Dingen eins sein sollte. Deftig. Herzhaft soll es sein und Fleisch darf auf keinen Fall fehlen. Wenn Sie jetzt auch gerne westfälische Küche probieren möchten, dann kommen Sie doch einfach mal am alten Gasthaus Lewe vorbei. Oder am kleinen oder großen Giebenkerl. Bei Stuhlmacher oder am Drübbelken. Möglichkeiten gibt es hier in Münster auf jeden Fall genug.